Hallo Bienenfreunde. Ja, heute ist der Tag gekommen, wo wir zum ersten Mal den Dampfwachsschmelzer, den selbstgebauten, für wenig Euronen, wo das erste Mal getestet werden soll. Dafür habe ich jetzt hier mal zwei Rähmchen rausgesucht. Die sind aus dem Kalkbrutvolk. Die müssen auf jeden Fall weg. Die kommen rein. Ja, sieht man, das sind alte Waben. Altes Wachs, das muss weg. Dann habe ich hier noch so ein bisschen aus meinem Eimer, wo ich so dieses gesammelten, ne, Wachsbällchen habe, immer wenn ich mal was gemacht habe am Völkern, habe ich das hier reingetan. Das legt man jetzt auch alles noch mit rein. Dann ist ja noch ein bisschen was. Ja, da ist es schief gelaufen beim Mittelwände einschmelzen, kommt alles mit rein. Zack, zack, zack. Hier habe ich noch so einen alten Block. Der will gar nicht raus. Also einmal. Da kommt jetzt nicht mit rein. Das mache ich mal, wenn das funktionieren soll. So, aber alles, was hier noch drin ist, kommt jetzt erstmal hier rein. So, zeige ich mal nach unten. Also. Oben habe ich jetzt befüllt. So. Dann kommt jetzt erstmal der Deckel drauf. Der Deckel wird verschlossen. Das ist auch wirklich das Schöne bei diesem Fass hier. Also den Deckel, den kriegt man eigentlich richtig zu, wenn man es richtig macht. So. Fehlerfreundlichkeit wird hier groß geschrieben. Müssen wir noch mal gucken, was das Problem ist. Also, zack. Ah, also, das lag ein bisschen schief. Jetzt Deckel drauf. Verschlussring. Machen wir zu. So. Der Dampfstaubsauger kriegt jetzt Strom. Hier fällt alles auseinander. Gut. Wasserdampfschlauch kommt rein. Jetzt könnte Wasserdampf kommen. Das dauert jetzt ein bisschen, bis das Gerät aufwärmt. Ja, nach oben. So, also es ist angeschlossen, es ist auf Dampf gestellt. Es wird jetzt ein bisschen dauern. Ich mache hier den Hahn ein kleines bisschen zu, dass erstmal möglichst viel Dampf hier drinnen bleibt. Ja, und sobald jetzt hier richtig der Dampf abgeht, dann melde ich mich nochmal. Das wird jetzt ja noch eine Sekunde dauern. Bis gleich. Hallo Bienenfreunde. Also ich breche jetzt hier den ersten Test ab als Fehlversuch. Also grundlegend, System funktioniert. Das ist schon mal gut. Was nicht so gut funktioniert, ist dieser Dampfstaubsauger. Der macht schon Dampf, aber halt nicht beständig. Also ich brauche irgendwas, was ständig heißen Wasserdampf zuführt. Der lädt sich irgendwie immer erst auf. Und irgendwann kommt dann hier aus dem Ventil der Dampf raus. Aber das reicht nicht, wenn das immer mal ab und zu so ein bisschen rauskommt. Ich brauche da was, wo immer beständig Dampf kommt. Und dann, also hier kam auch ein bisschen Wachs raus. Ich gucke jetzt mal rein, was da passiert ist. Genau, also das hat schon angefangen zu funktionieren. Man sieht das hier, ich zeige euch das mal. Da, wo sozusagen der heiße Dampf immer mal reinmarschiert ist, ne, hat es schön ausgeschmolzen, hat funktioniert. Witzigerweise auch hier unten so ein bisschen. Und auch beim zweiten Rähmchen ist es genauso. Zeige ich euch auch noch. Genau, also hat es hier eigentlich ganz schön
das Wachs geschmolzen, aber dadurch, dass immer zwischendrin mal nichts passiert ist, ist halt nicht das Gesamtkonstrukt geschmolzen. Ja. Und deswegen ist dann hier unten auch relativ wenig Wachs rausgekommen. Ein bisschen ist schon, aber halt wirklich wenig. So. Ja, also, erster Praxistest, Test, selbstgemacht, Bowdler Dampfwachsschmelzer, Fehl. Aber ich werde mir jetzt ein anderes Gerät besorgen. Vielleicht so ein Tapetendampfablöse-Ding. Und damit werde ich es einfach nochmal probieren. Genau, also ich denke, grundlegend haut es hin. Mit dem richtigen Dampfgerät wird das funktionieren. Ja. Und wie das dann ist, das mache ich wieder ein Video. Und das zeige ich euch, wenn ich das neue Gerät habe. Bis dahin, Bienenfreunde. Tschüssi.